Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pac-Man Crystal im Zeichen der Nuzlocke Challenge. Und mein... Moment. So. Mein, Mikro hing mir gerade ein wenig fast in der Nase. Das ist nicht so schön. Ja, wir machen weiter. Es ist Montag und wir gehen in den Mondberg. Und was gibt es Schönes im Mondberg? Ja, da kann man die Pipis treffen. Abends um 10 tauchen sie auf und da wir jetzt Tag haben, wird das wohl nicht klappen. Aber noch jemand anders wartet. Es ist Tiffy. Es ist schon lange her, Daniel. Seit ich gegen dich verlor, mache ich mir Gedanken, was meine Pac-Man noch fehlt. Nun, wir haben eine Antwort gefunden. Daniel, wir beweisen es dir. Ja, okay, Tiffy. Ich bin gespannt, was du so hast. Tiffy! Sneevil. Hey, ein Sneevil. Jan! Gib mir Flügelschlag. Bam. Bist du down? Hey, das erste Mal hat ein Sneevil bei der ersten Attacke überlebt. Respekt, Respekt. Sneevil, das ist schon sehr beachtlich. So. Somit bist auch du down. Magneton, dagegen setzen wir Keiji-Kool ein. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber geht jetzt nicht anders. Weil Keiji-Kool hat die ultimative Attacke Erdbeben. Keine Wirkung auf Keiji-Kool und Erdbeben und BAM! Down! Moment, Leute, ich guck mal eben wegen dem Frameskip. Irgendwas stimmt da nicht. So, schauen wir mal, ob das jetzt besser läuft. So, Tiffy setzt Golbat ein. Ja, ich würde sagen, Luki, wir haben dich schon lange nicht mehr gesehen. Zeig mal, was du drauf hast. Auch ein bisschen peinlich. Ein Golbat Level 42. Anstatt das zu X-Bad zu machen, ne? Hey, Luki erreicht jetzt Level... Nein! Dana ging daneben! Loki, Mann, was los? So, jetzt aber. Nein! Jetzt verprügelst du dich auch noch selbst. Sehr schön. Bam und tschüss, Golbat. Das war's mit dir. Oh, Loki, Alter! Loki erreicht Level 49. Ein Gengar! Und wer ist dafür prädestiniert? Jenny natürlich. Jen! Nicht Jenny, Jen. So. Ja, ja. So, mal ein bisschen fixer hier. Erstmal Schlafgepuder. Fluch. Oh, das könnte mir ein bisschen wehtun. Ja, ging daneben, okay. Jetzt schadet mir der Fluch. Ja, und down. Es ist down. Gengar ist down. So, egal was jetzt kommt, wir müssen wechseln. Tornupto. Gut. Bro, du bist dran. Bro, ich rufe dich. Come on. Warum Bro? Aus dem einfachen Grund. Surfer. Geh baden, Tornupto. Oh. Ach so, okay. Oh. Rauchwolke? Du blöder Affe. Mein Surfer trifft eigentlich immer. Siehst du, sag ich ja. So, Free-Hit-Kill? Oder ist das ein Vor-Hit-Kill? Oder ein... keine Ahnung. Flammrad. Los, burn, burn, motherfucker, burn! Yo! Aber auch das hält den Bro nicht auf. Und? Ah! Ah! Oh je, das tut jetzt weh.
Ah, das müssten wir eigentlich überleben. Ja, sag ich ja. Wir sind schneller, aber unsere Trefferquote ist jetzt ziemlich gesenkt. Deswegen werden wir jetzt auch einen Hypertrank verwenden, um uns mal wieder zu healen. Und schnell! Sauber! Das ist nochmal ein fixer Heiler gewesen. Ja. Ein sehr ausgeglichener Kampf. Beide Pokémon, Pokémon stehen sich gegenüber und warten auf die Attacke des anderen. Und er ist down. Tornupto ist fertig. So, ein Simsala. Und Lichtattacke habe ich gar nicht. Und Käferattacke habe ich auch nicht. Ein Simsala ist außerdem verdammt stark. Nee, da gehen wir auf... Ah, wir haben eine Geisterattacke, fällt mir gerade ein. Ha! Das ist ja noch besser. Alter, Simsala ist so genial. Ich glaube, das ist eins der schnellsten Pokémon, die es gibt. Wenn nicht sogar das schnellste. Spuckball. Und down. Ich wollte gerade sagen. Und bleibt stehen. So, das war Tiffy. Ich glaubte immer, meine Pokémon so aufgezogen zu haben, dass sie unschlagbar seien, aber ich habe versagt. Du hast mich fair besiegt. Das muss ich dir lassen. Wir werden uns wiedersehen. Ich werde der beste Pokémon-Trainer aller Zeiten sein und sie werden mir dabei helfen. Hör mal, Daniel, eines Tages werde ich es dir beweisen. Dann besiege ich dich. Tschüss. Ja, wir treffen ihn auch nur noch einmal. Und zwar in der Pac-Man-Liga. Aber nicht als Champion, sondern kurz bevor wir reingehen. Aber damit warten wir noch. Weil wegen ich das sag. So, ich kann auch mal wieder neue Tränke kaufen. Ah, ich hatte... Oh nein, ich hatte doch Tränke gekauft, oder nicht? Nein! Anstatt die erstmal zu benutzen, ne? Nee. Ein neues Pack. Oh. Ey, komm, verpiss dich. Tschüss. Naja, mit dem Pokémon hier kann man nicht so viel anfangen. So, und genau hier trefft ihr montags abends um 10 Pipi. Und dann findet ihr einen Mondstein. Sel, was hast du zu sagen? Bei Sonnenuntergang kommt Pipi heraus, um zu spielen. Ja, aber nur montags. Das musst du auch dazu sagen. Willkommen, kaufen. Und wir wollen... Ey, cool. Obwohl... 80 für 350. 6... Ich kaufe mir Limonade. Das ist wesentlich besser, Limonade zu nehmen. Weil es günstiger als Supertrank und heilt mehr. Geil. Gut. So, Beute. Schnell, 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 schnell. Ein, drei, und dann haben wir die 13. Und dann haben wir 19. Ja, 19. So, ich glaube, das war's auch schon wieder. Nicht für diesen Part, aber für dieses Areal. So, wir packen Jen nach vorne. Und es wartet auch schon bald der nächste Arena-Leiter auf uns. Und... So, Evelyn setzt Vati ein. Oh, bitter. Das ist bitter. Schlafbruder. Treff... Oh, Jen. Alter. Das hast du wirklich gut gemacht. Und jetzt Psychokinese, bitte. Ah, es lebt noch. Es lebt noch. Ah, da brauchen wir nicht noch eine Psychokinese raufklatschen. Da passt auch ein Psi-Strahl. In your face. Und zwischenzeitlich ein Schluck Käffchen. So, du bist down. Und du bist auch down. Sehr gut.
Gibt es eigentlich ein Item, das extra für Psycho-Pokémon ist? Du hast keine Vögel, oder? Ach, verdammt. Oh Gott! So, tschüss. Was kommt jetzt? Taubos! Wir wechseln, dann machen wir keine halben Sachen. Taubos gegen Taubos. Jan gegen Taubos. Taubos gegen Jan. Und du bist down! Und tschüss. So, die Kämpfe hier sind jetzt nicht gerade so spektakulär, aber ich brauche ja die EP, würde ich sagen. So, wie Senior. Mach mal eine Psychokinese, bitte. Bam, und ein Ziehstrahl. Down. Oh, Galoppa. Bro, du bist dran. Ach ja, Irina. Pac-Man Gelb, sage ich nur. Wow. Wahnsinn, Pac-Man. Oh, so ein bisschen haben wir noch was von dem Projekt, ne? So, heute Kristall, übermorgen Kristall. Gut, gut. Okay, 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 okay. Dann weiß ich Bescheid. Dann weiß ich Bescheid. Ja, ihr versteht gerade nicht, was ich meine, aber ich weiß, was ich meine, so. So, das war's mit Astrid und Daniel erhält Geld. Wir können ja auch ein neues Pokémon fangen. KP Plus. Na, was kriegen wir für ein Pokémon? Ein Arbok. Level 10. Na, Schlafpuder bitte. So. Und ein Pokéball. Das bieten wir ein bisschen. So. Ich habe auch schon einen perfekten Namen für dieses Arbok. Wenn es sich denn fangen lässt. So, sehr schön. Ja, wir nennen Arbok. Cobra Liebe. Libre. So. Sauber, wir haben einen Arbok gefangen. Vernünftige Pokémon können wir auch fangen, aber hier Viecher, die sich eigentlich gar nicht lohnen, können wir auch einfach, er ist glücklich mit den Pokémon, die er im Tausch erhalten hat. Ach, ich bin so glücklich, ist ja schön. Glücklich sein ist doch was Tolles, nicht wahr? Und verlasst euch nicht drauf, dass jemand anders euch glücklich macht, Leute. Ihr selber seid eures Glückes Schmied. So, was können wir noch hier machen? Die Zeit ist auch schon fast vorbei, sehe ich gerade. Gucken wir einfach noch ein bisschen hier in den einzelnen Häusern und Leuten und so. Ah, so, was sagst du? Hier soll es mal eine Hülle gegeben haben, in der mächtige Pac-Man, mächtige und grässliche Pac-Man gehaust haben. Ja. Oh Gott, was war das? Ich dachte gerade, was ist jetzt denn los? Ach ja, mein Detektor schlägt aus. Ach, warte, da kann man ja irgendwie ein Item finden da links, ne? Irgend sowas Besonderes, aber ich habe keinen Detektor. Ja, aber wo war das? Sollen wir das mal eben suchen? Ja, Leute, komm, wir suchen das mal eben. Ich weiß, dass man da ein Item finden kann. Wir können ein neues Pokémon fangen. Zu der City. Aber wo war das? Nein, nerv mich nicht. Hier darf ich sowieso nichts fangen, besonders kein Goldini. Was war das noch für ein Item? Das war irgendwas ganz Besonderes. Das hatte... Berserk-Gen, das war das. Aber wofür ist das? Das finden wir jetzt heraus
in der nächsten Folge von Let's Play Pokémon Kristall. Nein, Scherz. Ich bin auch gemein, ne? KP Plus, wen geben wir das immer? Wer hat am wenigsten 122, 142? Geben wir das doch Jen. Gesundheit von Jen, nimm zu. So, und jetzt geben wir das Berserk-Dingsbumsens. Steigert das nicht den Angriff? Aber verwirrt, oder? Hebt Angriffwert und bewirkt Verwirrung. Wer kann das denn mal gebrauchen? Normalangriff. KG Cool ist ja schon imbar mit seinen normalen Angriffen. Bro? Ja, gehen wir das mal, Bro. So, sehr schön. Leute! Ah, nerv mich nicht. So, Route 24, neues Pokémon. Und das ist ein Goldini und du kannst mich am Arsch lenken, du Scheißvieh. Ah, so. Wir gehen zurück nach Azuria City. Ins Pokémon Center. Und ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Pokémon Kristall im Zeichen der Nasdaq Challenge. Haust da rein, schaust da rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Dan Goku.